Vielleicht stempelst du andere als extrovertiert ab. Aber in Wahrheit verbirgt sich dahinter deine eigene Feigheit, deine Mittelmäßigkeit, die verschleiert werden soll. Was dich wirklich stört, ist nicht die Art von Extrovertierten, sondern die Tatsache, dass sie dir gnadenlos deine eigenen Schwächen vorführen. Vielleicht kannst du ihre Freiheit nicht ertragen, weil du selbst in den Ketten deiner eigenen Unsicherheit gefangen bist. Es ist nicht diese extrovertierte Art, die dich in die Enge treibt. Es ist deine erbärmliche Mittelmäßigkeit, deine eigene Feigheit, deine Bequemlichkeit, die dir vorgeführt wird. Vielleicht verurteilst du Extrovertierte nicht wegen dem, was sie sind, sondern dem, was sie dir zeigt. Es zeigt dir deine Potenziale auf. Und hier ist genau der Aspekt. Es geht darum, dass du deine Potenziale entfaltest und einfach dafür sorgst, dass mehr in deinem Leben geht. Wenn das Thema mehr in deinem Leben zu integrieren, an Freiheiten, die du dir selber gönnst, wenn allein an dem Aspekt an sich zu arbeiten, das reicht doch schon komplett aus. Wenn du da gerne an dir arbeiten möchtest, Wohnraum, Paartanz, Privatstunden, ich als Tanzlehrer komme zu dir nach Hause, als ausgebildeter ADTV, IHK, World Dance, Konzil Gütesiegel, ausgebildeter Privattanzlehrer, komm in deine Wohnräume, mach dich tänzerisch bei dir daheim fit und sorg dafür, dass du emotional befreiter in die Welt gehst. Um das Video herum sind WhatsApp-Link sowie die Nummer 0176 840 44661. Lass uns in Kontakt kommen und einiges positiv verändern.